Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von Tomb Raider. Und zwar haben wir ja jetzt hier diesen tollen Gang gefunden. Eigentlich nur, weil wir da runtergestürzt sind. Ja, weiter zurückziehen können wir das leider nicht. Aber wir können ihn jetzt ja zur Seite schieben. Schieben wir mal in die Richtung. Passt schon. Da hätten wir auch nicht wirklich weitergekonnt. Kommen wir aber auch nur gerade eben hoch, wa? Was ist das denn hier für ein Loch, ey? Ich denke mal, wenn man da mit Schmackes runterrennt, da fällst du runter und bist tot. Okay. Medikit nehmen wir mal mit. Soll ich jetzt erst den Hebel ziehen oder erst da lang? Na komm, ziehen wir mal erst den Hebel. Kann ja nicht schaden. Ja, gut. Oh, das war aber ganz schön tief. Ich glaube, da kämen wir auch nicht einfach mal so eben hoch oder dran. Mal gucken wir mal, vielleicht ist hier noch irgendwas. Na gut, da können wir jetzt nicht mehr dran ziehen. Boah, wie gemein. Ja, abspringen geht nicht. Verboten. Aber da sehen wir ja, da kämen wir aus. In dem vorherigen Part waren wir ja schon da und hier. Und dann gehen wir jetzt mal zu dem. Wo sind das? Taubenviech, Flattermann, was auch immer. Dramatische Musik. Da sind schon mal böse Stacheln. Und wie gesagt, böse Stacheln sind böse. Gut, bringt ja nichts. Ziehen wir mal am Hebel. Okay, was auch immer. Oh Mensch, das schaffe ich doch niemals von da bis da. Und ich glaube nicht. Oh, toll. Ah, aber da kann man ja raus. Das ist ja schon mal etwas. Lieber mal mit gezogener Waffe da reinrennen. Da sieht es wenigstens aus, als hätten wir uns gewehrt, wenn wir sterben. Ist irgendwie alles sehr suspekt. So, in die Richtung. Ja, stimmt. Ja, dann mal gucken. Natürlich hat es nicht gereicht. Gut. Oder auch nicht gut. Aber da oben kann ich noch lang. Da kann man noch lang. Sehr gut. Dann werde ich mich mal auf den Weg dahin machen. In der Hoffnung, dass man denn da doch weiterkommt. Ja, sieht zumindest so aus, weil da ist noch ein Weg. Und hier, und das geht noch höher, oh mein Gott. Hui. Gleich falle ich da runter und bin sofort tot. Ich kenne mich. Ich kenne mich, ich kenne mein Glück. Wo kommen wir da aus? Jetzt nur abwärts. Bringt uns jetzt nicht wirklich was, aber okay. Aber so können wir jetzt dahin springen. Ob uns das was bringt, sei mal dahingestellt, aber okay.
So wie es aussieht, bringt uns das nämlich gar nichts. So. Schade. Gut, ja, nee, da den Sprung brauche ich gar nicht erst ausprobieren. Hätte ich eh nicht schaffen können. Aber irgendwas muss ich jetzt ja noch hier machen, weil so kann es ja nicht weitergehen. Bin so ein bisschen verwirrt. Okay, also wir könnten ja da hinspringen. Machen wir dann auch mal. Konnte man sich ja hier hochziehen. Und dann geht das noch eine ganze Weile so höher. Und dann da hinten direkt schon wieder abwärts. Warum auch immer. So, zack. Ja. Und dann hier. Ja, wir springen erstmal rückwärts gegen die Wand. Da lang kann ich noch. Aber ich glaube, das bringt mir nichts. Egal, ein Versuch ist es wert. Oh, ein Hebel. Okay, es bringt mir doch was. Tolle Wurst. Vielleicht muss ich da drüben hin. Und da wäre ich dann da locker hingekommen. Ja, habe ich mal wieder nicht richtig aufgepasst. Na, guck mal. Verdammt. So, jetzt aber. Ja, da kann man jetzt halt so schön da hin und her hüpfen. Obwohl, da komme ich doch eh aus. Ach, verdammt. Probieren wir nochmal aus. Na, das bringt ja nichts. Brauche ich gar nicht erst ausprobieren. So, da hoch. Guck mal, kannst du auch schön abkürzen. Ja, gut. Können wir das Ganze so schön abkürzen, dass wir direkt in den Tod stürzen. Probieren wir es nochmal. Hebel unten. Und jetzt da hochkraxeln. Ja, da hoch komme ich natürlich nicht mehr, glaube ich. Und jetzt vorsichtig darunter. Zack. Okay. So. Nein, das schafft ihn niemals. Genau wie ich da nicht hinkomme. So, na gut. Gucken wir mal, dass wir da irgendwie hochkommen. Glaube ich aber auch nicht, dass das so geht. Schade. Hätte fast geklappt. Nicht Pause. Hier. Kleines Medipack mal nehmen. Ich meine, wir haben 9 Stück. Daran sollte das nicht scheitern. Wenn wir den Hebel denn hoch machen und dann kommen wir da ja eigentlich hin ohne Probleme. Wahrscheinlich ist das Rätsels Lösung sowas von einfach. Nur kriege ich das gerade irgendwie nicht auf die Kette. Aber das ist halt das Risiko von einem Blind Let's Play, dass man
manchmal einfach sinnlos durch die Gegend rennt. So. Ja, jetzt kommen wir da ja locker hin. So. Und schön hochziehen. Waffe schon mal holen. Ja, der nächste Hebel. Ja, das macht doch schon mehr Sinn. Muss man ja auch erstmal wissen, ne? Ja, gut. Wir knallen dann erstmal gegen die Wand. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und kraxeln da hoch. Wenn wir den jetzt verschieben, dann verschieben wir ja hier die ganze Auswahl. Sehr schön. Dann können wir das jetzt hier auch ohne Probleme machen. Zumindest so den Sprung, weil das ging ja gerade nicht. Glück gehabt, dass sie da nicht runtergestürzt ist. Mhm. Ja, der sieht doch jetzt machbar aus. Mhm. So, noch ein bisschen dahin. So weit wie möglich Anlauf nehmen. Und Glück haben. Boah, wunderbar. Ich hoffe, jetzt kommt hier nichts Besonderes. Ah, nö. Liegt da noch irgendwas? Nee, ist nur eine Mumie. Nur. Ach, wenn es sonst nichts ist. So, perfekt. So, ja, wunderbar. Dann können wir jetzt ja hier mal weitergehen. In der Hoffnung, dass das nun alles mal ein bisschen besser klappt. Haben wir schließlich schon zwei Wege aufgemacht. Nämlich hier. Wow, wo kommt der denn her und wieso jetzt? Stirb. Perfekt. Ui, ja, der Helm ist noch nicht gemacht worden, der Helmweg. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich hier einfach nichts gefunden habe. Ja, da kann man doch lang. Warum habe ich das denn nicht gemacht? Hm. Nun gut, schieben wir das einfach mal da rein. Ich glaube, das habe ich dann gerade wohl einfach übersehen. Und da kann man jetzt noch einen rein oder so. Man hat ja auch gerade gesehen, dass da ein Stein im Hintergrund ist. Oh, wie das ist wiederum fies. Und ich glaube, da sind Stacheln drunter. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall sehr, sehr groß, dass da irgendwie so eine Stachelfalle drunter ist. Ja. Wie komme ich denn da jetzt am besten rüber? So. Das ging gut. Das gefällt mir. Sehr schön. Deswegen ist hier auch der Klotz im Weg, dass man den nicht einfach so rausziehen kann. Ja, speichern tun wir mal. Weil bietet sich jetzt ja an. Ja, wir möchten speichern. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ich weiß gar nicht, wo hier die besonderen Wege da jetzt waren, die abgeschlossenen Teile. Hier, ja, da sieht so aus. Wahrscheinlich fallen die auch direkt hinter uns zu. Nein, tun sie nicht. Hier ist noch ein Speicherding. Da speichern wir dann halt nochmal. Und dann ist der Part auch schon so gut wie zu Ende, beziehungsweise er ist zu Ende. Deswegen sage ich mal bis später, der Pump.